Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von The Last of Us 2. Wir haben ja in der letzten Folge am Anfang Ellie gespielt, die ja auf der Jagd war, und als sie zurückkam, wurde sie überrascht. Denn sie hatte Besuch von Tommy und er sah leider gar nicht gut aus. Also der wurde ja, wie ihr wisst, vor 2 Jahren so schwer verwundet, dass ich dachte, dass er gestorben sei. Glücklicherweise hat er überlebt. Und er hat herausgefunden, dass Abby hier irgendwo rumwurschtelt. Und nach dem Firefly sucht, glaube ich. Das wusste er auch. Jedenfalls ist er dann abgehauen, weil er gemerkt hat, dass Ellie halt eigentlich gar keine Rache mehr will. Zumindest war es so, naja, das, wie es am Anfang aussah. Doch dem war dann nicht so, weil Ellie ist aufgebrochen, ohne Dana. Und danach hat übrigens die Szene gewechselt. Wir sind dann zu Abby und Lev gewechselt und wollten eigentlich eine Stelle, wo die Fireflies leben, angucken oder gelebt haben könnten. Und jetzt bin ich hier gerade dabei, halt den beiden zu folgen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir müssen hier hinten lang, so wie es scheint. Soviel ich weiß, soll es übrigens noch eine sehr, sehr emotionale Stelle im Spiel geben. Denn man kann tatsächlich Joels Haus finden. Und zwar so ziemlich am Ende. Habe ich zumindest mal gehört oder gelesen. Das ist so eine Art Easter Egg. Wo es genau ist, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber da würde ich jetzt gerne hingehen wollen. Also, wenn es denn schon soweit wäre. So, ich glaube, wir müssen mal hier lang, ne? Und was ist hier? Ein bisschen Holz. Das können wir als Nahkampfwaffe benutzen. Ellie hat übrigens eher andere Waffen als Abby, sollte ja klar sein. Aber dass die sich so stark voneinander unterschieden haben, das wusste ich gar nicht mehr. Hä? Wait. What? Ah, okay. Dann mal los. Was zum Teufel war denn das gerade? Wisst ihr, es gibt eine Sache, die mich ziemlich beschäftigt. Weil ich meine, wird Ellie Abby wirklich töten? Ich meine, ich will nicht gespoilert werden, sagt mal nichts, wenn ihr es wisst. Aber das könnte echt hart werden. Denn Abby hat ja gesagt, dass sie beim nächsten Mal keine Gnade zeigen wird. Ich bin gespannt. Okay. Ellie kann ja glücklicherweise die Karten lesen. Ich höre Klicker. Ja. Klicker, Stalker und was weiß ich, was hier noch so rumrennt. Natürlich. Leider bin ich nicht so gut bewaffnet, wenn ich ehrlich bin. Aber Ellie hat ja glücklicherweise ein Messer dabei. Was keinen Schaden nehmen kann. Oh Gott. Ich zeige keine Gnade. Denn das würden die Infizierten ja auch nicht machen. Was haben wir hier?
Oh, ein Hammer. Das ist gut. Bisschen Material, da freut man sich natürlich auch. Und ein Brief. Da steht hier. Ich weiß, ich wollte hier auf dich warten, aber es ist nicht sicher. Hier in den Wäldern sind überall Rattler. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist heil rausgekommen. Ich weiß übrigens nicht, ob sich Tommy auch nochmal auf den Weg gemacht hat oder nicht. Würde mich aber auch nicht wundern, falls er es gemacht hat. Ich könnte natürlich auch Pfeile machen, Sprengpfeile. Was mit normalen? Okay. Sprengpfeile wären vielleicht in dem Fall besser gewesen. Ah, egal. Oh, ein Pfeil. Nice. Also wenn hier... Rattler scheinen übrigens eine andere Art der Fraktion zu sein. Ich glaube, ich schaff's auch so. Tschüss. Kann es sein, dass das Blut so ein bisschen schwarz aussieht? Ich weiß noch nicht mal, wo ich lang muss. Aber hier ist definitiv irgendwo ein Klicker. Und tschüss. Verbrennen. Ja, fuck. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weiter. Also, ich glaube, dass die Rattler eine andere Fraktion sind, halt wie die Wolves oder die Seraphiten oder Scars, wie sie hier genannt haben. Komme ich eigentlich hier nach oben? Nee. Ich komme in das Gebäude nicht. Sieht nämlich aus wie eine Villa. Da gibt es bestimmt eine Menge Material, wa? Nur komme ich da jetzt nicht rein. Ich hätte die wahrscheinlich auch umlaufen können. Aber wie ihr wisst, liebe ich es natürlich auch, die Infizierten abzuschlachten. Ist einfach mal so. So, warte mal. Kommt man da? Ja, da kommst du durch. Okay. Ein Klicker. Ja, hoffentlich komme ich da jetzt hoch, ohne gehört zu werden.
Du bemerkst mich nicht. Also ganz ehrlich, die Klicker finde ich echt richtig furchteinflößend. Ob Ellie übrigens so ähnlich denkt? Okay, dich nimm mal mit. Besser als überhaupt keine Waffe. Hier sind nochmal Tabletten. Wow, das war ein Kinderzimmer. Ach ja, Ellie hat ja diese Spielkarten gesammelt und Abby die Münzen. Stimmt, da war ja was. Komme ich hier eigentlich auch runter? Ich glaube ja, ne? Okay. Fuck. Mein Gott! Mach doch was, Ellie! Mein Gott! Was war denn das jetzt für eine... Okay, ich muss eine Bombe da hinlegen, weil ansonsten würde nichts. Okay, das war knapp. Beim ersten Mal habe ich das ein bisschen unterschätzt. Muss ich ehrlich sein. Ja, fuck. Ich schwöre bei Gott, Abby, wenn die Infizierten dich getötet haben. Das haben sie nicht, aber... Ich muss hier weg. Sehe ich genauso. Definitiv. War früher mal bestimmt ein sehr hübsches Haus. So, ich gucke mich nochmal um. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach draußen. Okay, da haben wir eine Werkbank anscheinend. Oh, und ein Brief. Mom, ich werde mit den Rattlern reden. Tut mir leid, dass ich es dir so sage, aber ich wollte nicht, dass du mich aufhältst. Wir verhungern. Wir können nicht weg, wenn es dir und Abuela so schlecht geht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Wenn ich ihnen beitreten kann, werden wir alle geschützt. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich liebe euch und ich werde alles Nötige tun, um euch beide zu schützen. Arnie. Okay. Kriegen wir noch mal ein bisschen Munition. Ich meine, wir haben auch ein bisschen was verballert, aber... Okay, das ist noch in Ordnung. Ich hätte nur mit dem Revolver nicht schießen... Obwohl... was habe ich denn geschossen? Also nee, beim ersten Mal habe ich mit einem Revolver geballert, wa? So, dann werde ich mal kurz gucken, was wir verbessern können. Wir können jede Waffe verbessern. So, die Pistole, der Revolver. Was hatte ich denn da gemacht? Nachladegeschwindigkeit. Spannungsgeschwindigkeit.
mach mal Stabilität rein. Vielleicht sogar nochmal die Schrotflinte. Mal gucken. Jo, lassen wir so. Da gibt es nur noch die Kapazität. Den Schaden können wir nicht erhöhen. Was ist hier? Die Feuerrate ginge noch. Ja, nee, komm, Feuerrate. Okay, dann sind wir ja eigentlich soweit vorbereitet. Hoffe ich doch zumindest. das weißt du hier mit mich nie. Oh. Aha. Ich wollte eigentlich nachladen, aber okay. Das Rohr ist besser. So, wo muss ich denn überhaupt lang? Einfach hier aus dem Fenster? Ich habe keine Ahnung. Hier muss doch eine Straße sein. Ja, normalerweise müsste hier wirklich eine sein. Warum kann ich denn? Achso, ja. Wow. Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. 2425 Constance. Ey, es wäre so heftig. Wie gesagt, wenn wir das Gebäude von Joel finden würden. Oh, was haben wir denn hier? Ausrüstung. Nice. Nehmen wir natürlich alles gerne an. Da ist leider nichts mehr. Ich habe mich natürlich auch über etwas mehr Munition gefreut. Aber das ist auch in Ordnung. Vielleicht aber auch nicht. Ellie. Willst du da wirklich runterspringen? Ist es dein Ernst? Ich weiß ja nun nicht. What? Super. Okay. Leider kriege ich auch mitunter die Pfeile nicht wieder. Das finde ich nicht wirklich cool. Weil klar, ich kann welche bauen, aber trotzdem. Kann ich überhaupt welche? Nee, das waren Molotow-Cocktails. Ich habe nur 4 Pfeile und einen Sprengpfeil. Ich werde natürlich versuchen, das ohne einen Pfeil zu schaffen. Dreh dich um.
Geh ganz woanders lang. Hier ist niemand. So macht man das. Das kannst du laut sagen. Oh Gott, hier ist eine Enge. Das mag ich überhaupt nicht, weil du weißt gar nicht, was dich danach erwartet. Könnte ein Jumpscare kommen, also sorry dafür, wenn es das jetzt passiert. Oh Mann! Lohnt sich für Sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast ihr die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ernst, Karin. Ja. Du sagtest Abby. Du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da, bis zu den Schienen. Da kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Alter, also damit hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Fuck.
Waffe! Geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote! Zeitverschwendung. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Sie jetzt mehr Leute am Tor ein? Die Leute am Tor müssen nur ihren Job machen. Seht euch um. Ich will wissen. Oh. Matteo? Hey! Antworte! Los, sieh mal nach. Ja, gut aufpassen. Verdammte Scheiße! Hinterhalt! Hinterhalt! Starten wir die Suche. Da draußen ist jemand. Ja. Ich dachte, ich hätte die auch erwischt, aber leider war dem nicht so. Alter, tut mir echt leid, aber... Großer Gruppe. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Also... Ich sag jetzt mal so, die Maschinenpistole ist schon geil, ne? Wenn die Schall gedämpft ist. Hat was. Ich werde aber auch nicht mehr so lange zocken. Okay, warte mal, ich sehe mich noch mal kurz um. Denn wie ihr wisst, ist ja Munitionsknappheit eines der Probleme des Spiels. Boah, das sieht einfach mal unwerfend aus hier. Hier habe ich alles aufgenommen, genau. Ja, schade, dass ich den Hund töten musste, ne? Aber was willst du machen? Gut, vielleicht ist hier noch irgendjemand in diesem Gebäude. Da haben wir nochmal eine schallgedämpfte Waffe. Oh, und eine Riegel, sowie Munition, die wir jetzt aber gerade nicht brauchen. Glücklicherweise gibt es hier einige Riegel, ne? Oh. Ich glaube, Schießpulver müsste es sein. Ich hätte die wahrscheinlich auch alle ausschalten können, ohne ein Geräusch zu machen. Oh, hier ist natürlich erstmal alles mit Sporen überzogen. Ah, da kannst du rüber. Oh. Jawohl. Die ist besser. Ich hätte die wahrscheinlich auch anders eliminieren können. Aber okay, kann man mitunter nicht wissen. Komfort. Wir hatten ja gerade Medikit verballert und jetzt haben wir es wiederbekommen. Das ist schön. Hm. Ja,
Ich meine, okay, für den Revolver, ja. Hat sich schon mal gelohnt. Wir haben, glaube ich, 2 Schuss bekommen. Für die Schrot wäre es natürlich auch sehr geil, wenn wir noch ein bisschen mehr bekommen würden. Oh, Pfeile. Nice. Ey, wir hätten hier auch mit Pfeile töten können. Ich heb mir die jetzt aber extra auf. Weil der Bogen ist richtig heftig. Ich glaube, dass das übrigens nicht mehr besonders lang ist, das Spiel. Ich könnte mich auch komplett irren. Oh, also ganz ehrlich, das ist doch definitiv eine Falle. Irgendwas stimmt hier nicht. Da hinten ist jemand. Warte mal, den könnten wir mit einem Bogen erledigen. Ach du Scheiße, sind hier noch ein Haufen Leute. Scheiß die Wand an. Mist. Scheiße. Die sehen einen teilweise viel früher als ich. Das ist echt sehr kacke. Meine Fresse! Ich hasse diese Scheißhunde, Mann! Ey, das ist richtig zum Kotzen! Mann, ey. Verflucht nochmal.
steckst du? Hinter dir, du Fresse, Alter. Also ganz ehrlich, ja, das Spiel ist heftig. Ich würde auch nicht so gerne Hunde oder so erledigen, aber mitunter hast du keine andere Wahl. Du musst sie halt erledigen, ansonsten bist du nämlich tot, wenn du Pech hast. Dann hast du auch nichts gewonnen. Ich finde es doch krass, wie viel Munition ich jetzt verballert habe. Ich glaube, ich sowas finden können. Ich spiele jetzt sowieso annähernd 37 Minuten. Kann sein, dass ich das dann beim nächsten Mal genau hier weiterspiele. Reicht das gerade? Oh ja. Gut. Hier war noch, genau da hinten die Hütte. Da war auch noch was. Genau. So geht es. Ich kann ein Medikit anfertigen. Und was ging noch? Ein Schalldämpfer. Und Pfeile. Warte mal, ich mache erstmal Pfeile. Dann den Schalldämpfer. Und danach ein Medikit. Man sollte den aber sparen. So. Habe ich hier noch irgendwo jemanden erschossen gehabt? Ein Schraubenschlüssel. Ich gehe nur noch da hinten rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, Leute. Wie gesagt, lang wird es wohl nicht mehr sein. Ist wieder Zeug. Und Munition. Das ist gut. Also kriegen wir zumindest schon mal die wieder, die wir gerade verschossen haben. Oh ja. Mehr als das. Die Nachladegeräusche sind auch richtig gut gemacht. Okay, 20 Schuss passen rein in das Magazin. Wo rein? Ach so, ja, da geht's dann hoffentlich auch lang. Bevor wir das aber machen, wollte ich hier nochmal kurz gucken. Ah, okay. Die Rattlers. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich würde jetzt hier am liebsten die Folge beenden, weil wir sind jetzt bei ungefähr 40 Minuten, das reicht. Es hat mich definitiv wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und vielleicht seid ihr auch wieder bei der nächsten Folge mit dabei. Ich glaube, ich muss da übrigens den einen Wagen lang schieben. Kann es sein? Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen oder was auch immer gerade bei euch sein sollte. Bis denn und tschüss.